Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute habe ich was ganz Besonderes für euch, und zwar der Slash-Summon-Command sowie damit verbunden die Data-Tags. Ja, klingt schon mal sehr kompliziert, wurde im letzten Snapshot 13W36 hinzugefügt. Bevor ich jetzt mal genau ins Detail gehe, wie der funktioniert und so weiter, möchte ich mal kurz ein paar Anwendungsbeispiele geben, weil da gibt es richtig, richtig verdammt cooles Zeug, was man mit diesem Command machen kann. So kompliziert er auch sein mag, es gibt einfach endlose Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man sich hier so ein kleines Aquarium bauen und dann per Knopfdruck sich da ein paar Fische reinspawnen. Zack, zack, haben wir hier uns ein paar von diesen neuen Clownfischen reingespawnt. Hier, die schwimmen hier durch die Gegend. Kommen sogar ein bisschen ins Glas ran. Ja, ist ja eine nette kleine Sache. Oder hier zum Beispiel spawnen wir uns direkt ein Esel mit Schneemann drauf. Der ist hier an diesen Fans angebunden. Sieht man leider gar nicht, das ist so ein Glitch, aber wenn man sich außen einloggt, dann sieht man den wieder. Also der ist hier angebunden, das sieht man auch, wenn man ein bisschen wegschiebt. Dann wird er ein bisschen zurückgezogen. Schneemann besättigen wir mal schnell. Dann können wir uns auch kurz aufs Pferd oder auf den Esel draufsetzen. Öffnen wir kurz das Inventar und wir haben sogar schon gleich unser doppeltes Todesschwert mit Sharpness 10, Efficiency 5, einen Beschreibungstext. Einfach fantastisch. Lassen wir den direkt mal drin. Oder schmeißen wir ihn weg, gerade egal. Brauchen wir heute nicht. Oder hier zum Beispiel einen kleinen Zombie-Pigman spawnen wir mit enchantedem Schwert und Schüchen. Sehr niedlich. Kann man sogar ein bisschen verbrannt setzen. Bringt ja natürlich auch nicht viel. Wenn man sie einfach losbricht, können wir den mal schnell. Ja, auch eine Möglichkeit, diese Command anzusetzen. Das alles wurde nur mit diesem Summon-Command gemacht. Auch das hier geht mit dem Summon-Command. Ein selbst Minecart-Track legendes Minecart. Kann man sogar hier direkt die Kurven legen. Oh, jetzt gehen wir direkt zurück. Ja, okay. Ihr seht, wie es funktioniert. Lass mal nochmal kurz in die andere Richtung weiterlaufen. Aha. Der ist mir gerade ein bisschen durchgeschoben. Geh mal in die Richtung. Geh mal in die Richtung. Und da wieder. Ah, das war zu spät. Hier rüber. Ja, ihr seht. Sehr, sehr schön. Auch mit dem Summon-Command machbar. Oder hier. Der hier. Ganz schön. Ihr seht dieses große Tor. Aber damit wir verhindern, dass das einstürzt, warum bauen wir uns nicht einfach ein paar Säulen hier rein? Oder Stützpfeiler, wie man das nennen will. Auch eine sehr, sehr feine Sache. Alles mit dem Summon-Command. Oder hier zum Beispiel, wir haben hier einen schönen Durchgang. Ja, aber wenn wir hier das hier aktivieren, sehen wir, wenn sich das Ganze ein bisschen beruhigt, dass wir hier jetzt diese etwas durchgespannten Blöcke haben. Auch wenn man das nicht genau beobachtet, denkt man, dass hier eine ganz herkömmliche Event wäre. Aber wenn man durchgeht, zack, sehen wir, dass wir hier nur Ghost-Blocks haben. Wir können ja einfach durchlaufen. Ja, das ist sehr, sehr cool. Zack, durch. Und das Ganze können wir auch auf Hebelbetätigung wieder ausschalten. Ja, sehr schöne kleine Sache. Und den hier ist wirklich mein persönlicher Favorit. Ja, also ich muss sagen, das hier, das finde ich einfach nur, das wird dermaßen witzig. Das muss man gesehen haben. Okay, zack. Und bam. können wir unser Fleisch gleich braten. Okay. Ja, soweit mal dazu. Das waren jetzt ein paar Anwendungsbeispiele. Wir werden uns nachher, wenn wir mit der ganzen Theorie durch sind, mal noch anschauen, wie das denn alles gemacht wird, was wir jetzt hier gerade gesehen haben. Und würde ich mal sagen, legen wir los. Okay, also, was zur Hölle ist da jetzt gerade vor sich gegangen? Nun, ich kann es euch schon mal unter einem Begriff zusammenfassen. Entities. Ihr habt vielleicht schon mal davon gehört. Entities sind einfach praktisch, wenn man mal die Erklärung für Entities sucht, alle bewegbaren Objekte, generell alle Mobs, Minecarts und andere Bewegungsmittel, Items, das ganze Zeug, praktisch alles, was so beweglich ist in Minecraft, all das sind Entities. Und all diese Entities kann man mit diesem Summon-Command spawnen. Summon ist ja Englisch für beschwören oder sowas in der Art. Man kann die praktisch damit einfach heraufbeschwören, wenn man es mal so nennt. Um diesen Command zu nutzen, haben wir diesen Syntax hier, und zwar /summon, dann die Entity-ID
Dann die Koordinaten, wo wir das Entity spawnen wollen und dann die Data Tags. Was das alles im Einzelnen bedeutet, werde ich euch im Folgenden alles erklären. Keine Sorge. Okay, zunächst mal zu den Entity IDs. Grundsätzlich sind die relativ simpel, die Entity IDs. Wir haben hier oben immer den eigentlichen Namen und unterhalb haben wir die Entity ID. Das heißt, wenn ihr ein Item spawnen wollt, dann nehmt ihr einfach die Entity ID Item. Wenn ihr eine XP-Kugel spawnen wollt, dann ist die Entity ID XP Orb. Bei Leinenknoten nennt sich das Leash-Knot, braucht man nicht, das funktioniert gar nicht wirklich. Gemälde, Painting, Item Frames, Item Frames zusammen. Wichtig ist übrigens auch, dass ihr die große Kleinschaltung hier beachtet. Ein fliegender Pfeil ist ein Arrow. Ein fliegender Schneeball, Snowball, eine Gaskugel, Fireball, eine Blazekugel, Small Fireball. Ein fliegender Enderpearl, Glowing Enderpearl. Fliegendes Enderauge, Eye of Ender Signal. Fliegende Splash Potion ist eine Throne Potion. Eine fliegende XP Flash ist eine Throne XP Button. Ein Wither Geschoss ist eine Wither Skull. Eine Feuerwerk Rakete ist eine Fireworks Rocket Entity. Ein gezündetes TNT ist ein Prime TNT. Ein fallender Sand Keys Amboss oder ein fallendes Drachen Ei ist ein Falling Sand. Boot ist einfach Boat. Minecart ist entweder nur Minecart oder Minecart Rideable, wenn man den einsteigbaren Minecart meint. Schön. Minecart mit Chest ist einfach Minecart Chest. Ofencart ist Minecart Furnace. TNT-Kart, Minecart TNT. Hoppercart, Minecart Hopper. Spawner-Kart, Minecart Spawner. Und der Ende-Kristall ist der Ender-Crystal. Genau. Für die Mobs haben grundsätzlich alle den englische Namen, auch als Entity-ID, also Schwein einfach Pig, Huhn, Cow, Huhn, Chicken, einfach das ganze Programm. Da gibt es noch ein paar Ausnahmen, so Zombie-Pigman heißt ein Pig-Zombie, Cave-Spider haben einfach Cave-Spider, wird zusammengeschrieben. Magma-Cube wird zu Lava-Slime, Ender-Drache ist der Ender-Dragon, Wither ist der Wither-Boss, Pilz-Kuh, Mushroom-Cow, Schnee-Golem, Snowman, Eisen-Golem, Villager-Golem und Pferd-Entity-Horse. Ganz genau, das sind jetzt all die Entity-IDs, die ihr einsetzen müsst, genau an diese Stelle. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Koordinaten. Die sind relativ simpel. Ihr gebt einfach X, Abstand Y, Abstand Z-Koordinate ein. Sehr simpel. Dabei ist nur wichtig, dass X und Z kleiner als 30 Millionen ist, was wahrscheinlich mit seltenen Fällen ein Problem werden sollte. Außerdem muss Y größer als 0 oder 0 sein, sodass ihr nicht in der Leere des Fensters braucht. Außerdem könnt ihr auch die Tilde benutzen. Das ist dieses Zeichen hier. Tilde nennt sich das. Okay, dann kommen wir jetzt zum größten Teil, und zwar den Data Tags. Die Data Tags sind, um das mal zusammenzufassen, dazu da, um das Entity, das wir spawnen, noch näher zu definieren. Das beinhaltet zum Beispiel, wenn es mit einem anderen Mob zusammengestackt ist, also dass das eine Entity das andere reitet. Oder das beinhaltet zum Beispiel, ob der Mob angeleint ist an irgendeinem Zaun und auch viele, viele andere Dinge. Die ganzen Datatags werden alle in einer großen, geschwungenen Klammer zusammengefasst und wurden voneinander von Kommas getrennt. Das heißt einfach, hinter den Koordinaten fügt ihr einfach die Klammer ein und dann schreibt ihr die ganzen Tags alle auf. Und dann am Ende wieder mit der Geschwindigkeit schießen. Okay, dann kommen wir zunächst zu den Tags, die alle Entities besitzen können. Es ist nämlich so, dass bestimmte Tags nur für bestimmte Entities sind, aber die Entities, beziehungsweise die Tags hier, die sind für alle Entities. Okay, zunächst mal ID. Das gibt die Entity-ID des Objekts an. Das ist jetzt allerdings nicht nötig, wenn ihr nur ein einzelnes Objekt spawnt, weil da habt ihr die Entity-ID ja bereits vorne im Summon-Command enthalten. Allerdings wird das später noch benötigt, deswegen schreibe ich es hier direkt mal auf. POS gibt die Position des Objekts an. Die Koordinaten müssen mindestens eine Dezimalstelle haben und es wird ein Punkt anstatt einem Komma eingesetzt. Das Ganze wird in den eckigen Klammern hier zusammengefasst, sodass die Kommas praktisch nicht dann neue Tags angeben würden. Das bedeutet einfach POS Doppelpunkt
dann die eckige Klammer und dann gebt ihr die x-Koordinate ein, wenn das zum Beispiel 137 ist. Ihr gebt ihr 137.0 ein, also immer eine Dezimalstelle. Dann das Komma, dann wägen wir die y-Höhe von 64, also 64.0. Komma und dann, wenn wir eine z-Koordinate von 130,5 haben, dann geben wir einfach 130.5 und dann wieder die eckige Klammer zu. Auch das ist normalerweise nicht nötig, weil auch die Koordinaten bereits im Command enthalten sind, aber wie gesagt, das kann später noch von Bedeutung sein. Okay, Motion. Auch hier wieder in eckigen Klammern gebt ihr die Bewegungsgeschwindigkeit des Objekts in x- bzw. z-Richtung. Wir können natürlich auch negative Werte einsetzen, um das dann eben in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen. Und auch hier wieder mit Dezimalstellen, mindestens eine, und auch Dezimalstellen dann eben mit Punkt und nicht mit Kommas getrennt. Und die Werte, die ihr da angebt, sind Blocks pro Sekunde. Das bedeutet, wenn ihr bei dx 0.0, bei dz auch 0.0 eingebt oder bei dy zum Beispiel 2.5 eingebt, würde das Objekt, wenn es spawnt, mit einer Bewegungsgeschwindigkeit von 2,5 Blocks pro Sekunde nach oben geschleudert werden. Und ja, damit könnt ihr eben angeben, wie sich das Objekt entsprechend bewegt, wenn es spawnt. Rotation. Das könnt ihr euch durchlesen, was euch interessiert. Allerdings ist das derzeit irgendwie nicht funktionsfähig, deswegen will ich jetzt das gar nicht mehr erklären. Damit könnt ihr auf jeden Fall dann eben angeben, was die Blickrichtung des Objekts ist, wenn es spawnt. So, Fall Distance. Damit könnt ihr angeben, wie weit das Objekt bereits gefallen ist. Je höher, desto höher folgt der Schaden, der beim Aufprall entsteht. Und das kann eben dazu genutzt werden, um zum Beispiel ein Schwein zu spawnen, das wegen mir ein Block über der Erde gespawnt wird. Und sobald es dann aufprallt, kann es praktisch direkt sterben, wenn ihr hier bei der Fall Distance sodass ich 1000 eingebe, dann wäre das eben schon 1000 Blöcke gefallen. Und ja, dann wird es natürlich sofort beim Aufprall draufgehen. Fire. Fire gibt an, viele Ticks das Objekt noch brennt. Also wenn ihr jetzt 1000 eingibt, dann wird das Objekt für weitere 1000 Ticks brennen. Sobald 0 erreicht ist, ist das Objekt nicht mehr in Flammen. Minus 1 bedeutet, wenn es nicht brennt. Aber wenn ich hier negative Werte eingibt, zum Beispiel minus 1000, dann würde es eben 1000 Ticks dauern, bis das Objekt anfängt zu brennen. Air. Mit Air gibt ihr an, wie viel Luft das Objekt in Ticks übrig hat. Dabei könnt ihr einen beliebigen Wert einsetzen. Weil dieser Wert allerdings 0 erreicht, dann nimmt das Objekt 1 Herzschaden pro Sekunde, sofern es zu dem Zeitpunkt unter Wasser ist. Invulnerable. Mit Invulnerable könnt ihr angeben, ob das Objekt unzerstörbar bzw. untötbar ist. Wenn auf 0, dann ist es wirklich zerstörbar oder tötbar. Portal Cooldown. Damit könnt ihr angeben, wie viele Ticks es dauert, bis das Objekt durch ein Portal gehen kann. Das geht für beide Portale, also Nether und dann kommen wir jetzt zum Riding Tag. Mit dem könnt ihr angeben, welches andere Objekt geritten wird. Wenn ihr also zum Beispiel ein Schwein haben wollt, das von einem Schneemann geritten wird, dann müsstet ihr den Schneemann als das eigentliche Objekt im Summon-Command festlegen, also vorne bei Slash Summon und dann eben Snowman als Entity-ID und die Koordinaten. Und dann hier im Data Tag würde dann Riding, Doppelpunkt, geschwungene Klammer auf und dann ID und dann eben die Entity-ID des Schweins, also Pig, eingeben. Dann könnt ihr die geschwungene Klammer wieder schließen und entsprechend würde dann der Schneemann auf einem Schwein spawnen. Ihr könnt das Schwein jetzt noch näher definieren, zum Beispiel könnt ihr dann nachher noch einen Sattel draufsetzen und so weiter. Das alles würde ihr dann in dieser Klammer vom Riding mit reinpacken. Okay, für die, die jetzt vielleicht schon ausgestiegen sind und beziehungsweise bis jetzt noch nicht ganz verstanden haben, wie wir diese Tags jetzt einsetzen müssen, habe ich hier nochmal kurz das Ganze aufgeschrieben. Also wir haben unseren Summon oder Slash Summon, dann haben wir unsere Entity-ID, wegen mir mal ein Skelett, dann die Koordinaten. Und jetzt können wir hier die geschwungene Klammer öffnen und da jetzt zum Beispiel den Motion-Tag einfügen. Also einfach Motion, dann haben wir unsere eckige Klammer 0.0, Komma, dann haben wir einen 1,5 in Y-Richtung. Also 1.5 in Y-Richtung, das heißt, würde dann senkrecht nach oben gehen und dann eben ein 0.0 in der Z-Richtung. Dann geht die eckige Klammer dazu, ein Komma und dann fügen wir direkt den nächsten Tag an. In dem Fall haben wir hier Fire auf 1000 gesetzt, das heißt, für die nächsten 1000 Ticks würde dann dieses Skelett brennen. Und dann haben wir nochmal einen weiteren Tag, und zwar den Riding Tag, und den öffnen hier wir wieder mit einer geschwungenen Klammer. Und dann haben wir hier die ID. Pig, das heißt, das Skelett wird ein Schwein reiten, wenn es spawnt. Und dann schließen wir zunächst mal den Riding, die Riding geschwungene Klammern. Also wir haben hier die
Riding Doppelpunkt, dann haben wir die geschobene Klammer auf. Da steht ID Pick drin, nicht mehr. Dann schließen wir die und dann müssen wir natürlich noch die. Ach du Scheiße, wo kommt der her? Der hat mich jetzt gerade erschreckt. Und dann haben wir natürlich noch die geschwungene Klammer von ganz am Anfang, von Motion hier vorne, haben wir noch die geschwungene Klammer. Die schließen wir dann hier hinten. Und damit haben wir eben den Motion Tag, den Fire Tag und den Riding Tag alle mitsamt in den Data Tags mit drin. Okay, weiter geht's im Programm. Jetzt kommen wir zu Tags, die nur Mobs besitzen können. Also keine anderen Entities können diese Tags hier besitzen, beziehungsweise wird bei denen einfach überhaupt keine Wirkung erzielen. Zum Beispiel Boote oder Minecarts. Wenn ihr das auf die einsetzt, dann wird einfach gar nichts passieren. Okay, du kannst nächstes Mal Health. Health gibt an, wie viele halbe Herzen der Mob hat. Halbe Herzen deswegen, weil wir zählen Health immer in halben Herzen, sprich 2 wäre ein ganzes Herz. Absorption Amount. Damit könnt ihr angeben, wie viele extra halbe Herzen, also die goldenen Herzen, der Mob, wenn er spawnt, hat. Das könnt ihr natürlich von dem goldenen Apfel, wenn ihr den esst, dann habt ihr diesen Absorption-Effekt. Und ja, das könnt ihr eben angeben und entsprechend dem Mob extra Herzen hinzufügen. Attack Time. Attack Time geht an, die Zeit in Ticks, seit der Mob das letzte Mal attackiert wurde. Wenn auf 0, dann kann der Mob wieder attackiert werden. Ihr kennt das wahrscheinlich von PvP. Wenn ihr einen Spieler attackiert, dann ist es praktisch eine kurze Zeit, in der der Spieler dann unverwundbar ist, sodass er praktisch nicht konstant eben geschlagen werden kann. Und das gleiche geht auch bei Mobs und kann von zu verschiedenen Effekten genutzt werden. Hurt Time gibt an, wie viele Ticks der Mob rötlich erscheint, nachdem er Schaden genommen hat. Also ihr kennt das, wenn ihr einen Mob schlagt, dann erscheint er so leicht rötlich. Das könnt ihr hier angeben, wenn ihr also hier Pausen eingebt, dann wird der Mob eben 1000 Ticks lang so rötlich erscheinen. Active Effects. So, hier wird es ein bisschen komplizierter, weil ihr könnt hier angeben, welche Trankeffekte der Mob haben soll, wenn er spawnt. Zunächst mal einfach Active Effects, dann Doppelpunkt. Und dann öffnet ihr eine eckige Klammer und dann öffnet ihr eine geschwungene Klammer. Und da gibt ihr ID. Wichtig ist ja, dass ihr das I groß schreibt, also großes I, dann kleines D, Doppelpunkt. Dann entsprechend die ID des Potion Effekts. Da zum Beispiel der Speed-Effekt hat die ID 1 oder Nachtsicht hat 14 und so weiter. Die IDs findet ihr alle in der Minecraft-Wiki, den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Dann Amplifier, da gebt ihr ein, wie stark der Effekt sein soll. Da könnt ihr irgendeinen Wert von 1 bis 127 nehmen. Dann Duration, das gibt die Dauer des Effekts in Ticks an. Und Ambient lasst ihr einfach auf 0. Oder lasst einfach ganz weg. Wenn ihr das auf 1 stellt, dann werden die Potion-Effekte deutlicher sichtbar, in Form von Partikeln. Wenn ihr das auf 0 stellt, dann werden sie weniger deutlich sichtbar. Wenn ihr noch einen weiteren Effekt hinzufügen wollt, dann fügt ihr ein Komma ein. Das habe ich hier leider vergessen, um ein Beispiel. Also einfach ein Komma und dann die nächste geschwungene Klammer öffnen, wieder ID, Amplifier, Duration und dann wieder schließen. Dann könnt ihr nochmal ein Komma machen und nochmal einen Potion-Effekt hinzufügen. Oder einfach ganz am Ende dann mit einer eckigen Klammer wieder das Ganze schließen. Equipment funktioniert relativ ähnlich wie Active Effects. Hierbei gebt ihr einfach wieder eine eckige Klammer ein, dann eine geschwungene Klammer und da fügt ihr die ID des Objekts ein, beziehungsweise des Objekts, des Items ein, das ihr dem Mob geben wollt. Wie ihr die Items nachher besser definieren könnt, das zeige ich euch noch weiter hinten. Aber zunächst mal einfach die ID und dann könnt ihr noch ein paar andere Sachen eingeben. Dann geschwungene Klammer wieder zu, dann Komma und dann das nächste Item als Equipment. Und das könnt ihr 5-mal machen und die Ausrüstung wird dabei in der Reihenfolge Hand, Fuß, Beine, Brust, Kopf angelegt. Das heißt, das erste, was ich in der eckigen Klammer reinschreibe, ist das, was der Mob danach in der Hand trägt. Und das letzte wäre der Kopf und so weiter eben. Wenn ihr zum Beispiel dem Mob was in die Hand geben wollt und was am Kopf tragen lassen wollt, also ein Helm und ein Schwert wegen mir, dann lasst ihr die Klammern für Fuß, Beine und Brust schlichtweg leer. Also ihr würdet einfach die ID des Schwerts eingeben, dann einfach 3-mal leere geschwungene Klammer und dann in die 5. Klammer gebt ihr dann einfach die ID für den Helm ein. Und auch hier wieder die geschwungenen Klammern, ganz wichtig, mit Kommas drin, die ich leider hier wieder vergessen habe. Drop Chances ist ein Tag, mit dem ihr normalerweise festlegen könnt, was die Chance ist, dass ein Mob ein bestimmtes Item, das er trägt, droppt. Leider habe ich das nicht ganz rausgekommen, wie man das einsetzt, deswegen kann ich mir das leider nicht zeigen. Can pick up loot. Wenn auf 1, dann kann der Mob Items aufsammeln, wenn auf 0, dann kann er das nicht.
Persistence Required. Wenn 1, dann kann der Mob nicht natürlich despawnen. Wenn 0, dann kann er natürlich despawnen. Natürlich despawnen bedeutet, wenn ihr zu weit euch von dem Mob entfernt, dass er dann entsprechend einfach despawnt. Das zählt natürlich nicht dazu, wenn ihr den Mob entsprechend tötet oder wenn ihr von irgendeiner anderen Kraft eben getötet wird. Leashed. Wenn ihr das auf 1 stellt, dann ist der Mob angeleint, wenn auf 0, dann nicht. Das ist wichtig für den nächsten Tag, und zwar für den Leash-Tag, indem ihr die X, Y bzw. Z-Koordinaten des Zauns angebt, an dem der Mob angeleint werden soll. Da gibt ihr das auch wie folgt ein, einfach geschwungene Klammer und dann Doppelpunkt und dann die Koordinaten, bzw. das nächste Mal die X-Koordinate. Auch hier wird mit mindestens einer Dezimalstelle und die Dezimalstelle werden eben mit Punkt und nicht mit Komma getrennt. Also wenn ihr euren Zaun auf der X-Koordinate 130 habt, dann gibt ihr einfach großes X, Doppelpunkt und dann 130.0, Komma und dann die Y-Koordinate und die Z-Koordinate genau gleich. Okay, dann kommen wir jetzt nun zu Tags, die nur züchtbare Mobs besitzen können. Da gibt es lediglich zwei Tags, und zwar zum einen den In-Love-Tag, und der gibt an, wie viele Ticks der Mob noch im Liebesmodus sich befindet und nach einem Partner sucht, also der Modus, in dem man dann praktisch die Herzchen aufsteigen hat. Und dann gibt es noch den Tag Age. Wenn dieser Tag unter 0 ist, also die Zahl, dann ist der Mob ein Baby, ab 0 ist der Mob erwachsen. Das Ganze ist in Ticks angegeben, das heißt, wenn ihr minus 1000 eingebt, dann wird der Mob noch 1000 Ticks im Baby-Status verbringen und dann ab 0 ist er erwachsen. Dann kommen wir jetzt zu Tags nur für zähmbare Mobs, außer Pferde, sprich Wölfe und Ozeloten. Da gibt es auch wieder nur zwei Tags, und zwar einmal Owner, das ist der Name des Besitzers, und dann Sitting, wenn auf 1 dann sitzt das Tier, wenn auf 0 dann nicht. So, dann kommen wir jetzt zu Tags, die nur Pferde besitzen können. Da gibt es zum einen mal Chested Horse, wenn auf 1 dann trägt der Esel, bzw. das Maultier eine Truhe, wenn auf 0 dann nicht. Tame, wenn auf 1 dann ist das Pferd gezähmt, wenn auf 0 dann nicht. Tempo, hier könnt ihr angeben eine Zahl von 0 bis 100, wird höher, wenn das Pferd gefüttert wird, und je höher die Zahl, desto besser die Chance, das Pferd zu zähmen. Type, wenn auf 0, dann ist das Ganze ein Pferd, wenn auf 1, dann ein Esel, 2 das Maultier, 3 der Zombie und 4 das Skelettpferd. Owner Name, das ist der Name des Spielers, der das Pferd gezähmt hat, was im Augenblick allerdings überhaupt gar keinen Einfluss auf irgendwas hat. Saddle, wenn auf 1, dann ist das Pferd gesattelt, wenn auf 0, dann nicht. Armor Item. Hier könnt ihr in geschwungenen Klammern die ID des Rüstungstyps festlegen. Am 417 ist Eisen, 418 ist Gold und 419 ist Diamant. Items. Mit Items könnt ihr festlegen, welche Items in der Truhe eines Esels bzw. Maultiers sich befinden. Das geht natürlich nur, wenn ihr Chested Horse auf 1 gestellt habt. Die Items gebt ihr zunächst mal eine eckige Klammer und dann eine geschwungene Klammer. Und da fügt ihr dann eben die ID, den Schaden und die Zahl des Items ein. Was ihr da alles noch eingeben könnt, werde ich euch wie gesagt später noch zeigen, wenn wir zu den Items kommen. Aber wie gesagt, ihr fügt einfach die gesamten Item-Informationen in eine geschwungene Klammer, dann ein Komma, dann könnt ihr nochmal ein Item einfügen und so weiter. Und dann schließt ihr das Ganze wieder mit einer eckigen Klammer. So, dann kommen wir jetzt zu Tags, die nur Zombies bzw. Zombie-Pigman besitzen können. Da gibt es drei Tags, und zwar einmal Is Villager, wenn ihr das auf 1 stellt, dann ist der Zombie ein infizierter Villager, wenn auf 0, dann nicht. Is Baby, wenn auf 1, dann ist der Zombie ein Baby, wenn auf 0, dann nicht. Und Conversion Time gibt an, wie viele Ticks es dauert, bis der Zombie Villager wieder zu einem herkömmlichen Villager geheilt ist. Minus 1 bedeutet, wird nicht geheilt, und wenn es auf 0 erreicht hat, dann ist der Zombie geheilt. Tags, die nur Creeper besitzen können. Hier gibt es auch wieder nur drei Tags. Zum einen der Powered Tag. Wenn auf 1, dann ist das Ganze ein Lightning Creeper. Wenn 0, dann ist es ein normaler Creeper. Explosion Radius legt den Radius der Explosion fest. Standard ist hier bei 3 und das kann, soweit ihr es wollt, expandiert werden. Fuse gibt an, wie viele Ticks es dauert, bis der Creeper explodiert. So, da haben wir hier noch eine ganze Reihe weiterer Tags, die alle für verschiedene Mobs zutreffen. Haben wir zum einen für Fledermäuse den Tag Bat Flags. Wenn das auf 1 gestellt ist, dann hängt die Fledermaus von der Decke, wenn auf 0 dann nicht. Für Enderman gibt es die Tags Carried, das gibt zum einen an die ID des Blocks, den der Enderman trägt,
Und dann gibt es Carried Data, das gibt die zusätzliche Data des Blocks an, der getragen wird. Also zum Beispiel die Farbe der Wolle oder verschiedene andere Dinge. Für Ghasts gibt es wie bei Creepern Explosion Power. Das gibt an, wie groß der Radius der Explosion des Feuerballs ist. 1 bei Standard. Der Tag Cat-Type bei Ozeloten gibt an, wie die Katze aussieht. 0 ist Wild, 1 Tuxedo, 2 Tiger und 3 Siamese. Schweine haben zusätzlich den Tag Saddle. Damit könnt ihr über ein Pferd angeben, ob das Schwein einen Sattel trägt oder nicht. Schafe haben den Tag Sheared, der angibt, ob das Schaf geschert ist oder nicht. Entsprechend 1 bedeutet geschert, 0 nicht. Und Color, der die Farbe des Schafs angibt. Und zwar von 0 bis 15 sind eben die entsprechenden 16 Wollfarben. Skelette haben den Tag Skeleton Type, der angibt, ob es ein normales Skelett oder ein Wither Skelett ist. Slimes und Lava Slimes haben den Tag Size, der die Größe des Slimes angibt. Der Wither Boss hat den Tag Invul, der die Zahl der Ticks angibt, bis der Wither verwundbar ist, nachdem er erschaffen wurde. Wölfe haben die zwei Tags Angry, der zum einen angibt, ob der Wolf aggressiv ist oder nicht, sowie den Tag Color, der die Farbe des Halsbands angibt. Auch hier wird die Zahl 0 bis 15 wie bei Schafen. Villager haben den Tag Profession, der geht an, was für einen Beruf bzw. was für ein Aussehen der Villager hat. 0 ist der Bauer, 1 ist der Bibliothekar, 2 der Priester, 3 der Schmied, 4 der Metzger und 5 ist der grüne Villager. Dann gibt es noch den Tag Offers, mit dem man eigentlich festlegen kann, was für Trade-Optionen der Villager hat. Leider habe ich das nicht ganz hinbekommen, deswegen kann ich es euch ja leider nicht zeigen. Dann gibt es noch den Tag für Eisengolems Player Created und der geht an, ob der Golem von einem Spieler kreiert wurde oder ob er natürlich gespawnt ist. Für Zombie-Pigments gibt es noch zusätzlich den Tag Anger. Der gibt an, ob der Zombie-Pigment aggressiv ist oder nicht. 0 bedeutet nicht aggressiv und je höher der Wert dann entsprechend wird, desto aggressiver wird der Zombie-Pigment. So, wir sind beinahe bereits am Ende. Nur noch die 4 Bereiche hier haben wir. Wir sind jetzt bei den Items angelangt. Das nächste Mal den Tag Health. Der legt fest, was das Leben des Items ist. Das Ganze geht von 0 bis 5. 5 bedeutet volles Leben, 0 bedeutet das Item ist zerstört. Und dann gibt es noch den Tag Age, welcher festlegt, wann das Item das letzte Mal berührt wird. Wenn das Ganze 6000 erreicht, bedeutet das, dass das Item praktisch 5 Minuten lang auf dem Boden gelegen ist und folglich despawnt. Wenn ich hier jetzt negative Zahlen einsetze, zum Beispiel minus 10.000, wird es erstmal 10.000 Ticks dauern, bis das Item praktisch den Status 0 erreicht hat und dann noch weitere 6000 Ticks, bis es dann schließlich despawnt wird. Das könnt ihr natürlich so weit ihr wollt erweitern, sodass das Item im Endeffekt nie despawnt. So, und dann gibt es natürlich noch jede Menge Tags, um Items an sich zu definieren. Also nicht das Item, das auf dem Boden liegt, sondern die Items in sich selbst praktisch. Diese ganzen Infos werden alle in einer weiteren geschwungenen Klammer zusammengefasst. Ihr gebt einfach praktisch Item, Doppelpunkt und eine geschwungene Klammer und da gebt ihr alle folgenden Tags ein. Das ist dann zum Beispiel die ID des Items, die Zahl des Items, der Schaden des Items, Enchantments und vieles, vieles mehr. Also drückt man die ID, damit legt ihr fest, was die ID des Items sein soll. Dann den Slot, damit gebt ihr den Slot praktisch an, wo im Inventar das Item dann schließlich sein soll. Das ist ja wichtig, zum Beispiel bei den Maultieren und Eseln. Wenn ihr da keinen Slot festlegt, wird das Item nicht erscheinen, weil es dann praktisch den Platz des Sattels einnimmt. Das heißt, wenn ihr da einen Slot von 2 oder 3 eingibt, wird es entsprechend im Inventar erscheinen. Beim Spieler gibt es die Slots 1 bis 35 sowie 100 bis 103 für die Rüstung. Damage. Damage könnt ihr den Schaden des Items bei Werkzeugen oder bei Waffen festlegen. Allerdings haben andere Blöcke auch noch andere Nutzen von diesem Damage, und zwar zum Beispiel die Wollfarbe oder andere Dinge. Count. Damit könnt ihr festlegen, wie viele Items in diesem Stack sein sollen. Dabei könnt ihr natürlich auch über die Standardzahl von 46 oder 16 gehen, weil ihr hiermit praktisch kein Limit habt. Tag. Unter Tag könnt ihr noch viele weitere Informationen praktisch einspeichern. Dieser Tag ist praktisch wie Item nochmal so eine Unterkategorie. Das heißt, alle folgenden Tags müsst ihr unter diesem Tag zusammenfassen. Das heißt, für alles, was jetzt kommt, Enchantments, Attribute, Potion-Effekte und mehr, müsst ihr diesen Tag einfügen und dann müsst ihr all diese Tags in diese weitere geschwungene Klammer hier einfügen. Dazu setzt zum Beispiel der Enchantment-Klammer an. Einfach eine eckige Klammer öffnen und dann eine geschwungene Klammer öffnen. Dann gebt ihr die Enchantment-ID ein. Wie gesagt, Links dazu in der Beschreibung, welche ID ihr dafür braucht.
sowie das Level des Enchantments. Dann schließt die Kammer wieder und dann könnt ihr ein Komma setzen und könnt auch noch weitere Enchantments hinzufügen. Das Ganze wird mit einer eckigen Klammer wieder geschlossen. Stored Enchantments. Das ist nur relevant, falls ihr verzauberte Bücher habt. Und zwar könnt ihr damit genau gleich wie bei dem normalen Enchantment die gespeicherten Enchantments in dem verzauberten Buch festlegen. Und wenn ihr dann nur den Enchantment benutzt, würde das für den verzauberten Buch leider nicht funktionieren. Das heißt, ihr geht einfach Stored Enchantments, eckige Klammer auf und dann wieder geschwungene Klammer, ID, Level, geschwungene Klammer zu, Komma, und dann könnt ihr nochmal weiteres eingeben. Und dann würde die eckige Klammer zu. Repair Coast. Hiermit könnt ihr festlegen, wie viel XP-Level das Reparieren des Items oder das Zusammenfügen des Items am Amboss zur Basis hinzugefügt benötigt. Attribute Modifiers ist eine Riesengeschichte, die ich leider auch nicht zur Funktion gebracht habe, deswegen sollt ihr hier mal aus. Title. Hiermit könnt ihr festlegen, was der Titel des Buchs sein soll. Hierbei könnt ihr auch Anführungszeichen einsetzen, um dann praktisch Abstände innerhalb des Titels zu haben. Das ist einfach Titel, Doppelpunkt, Anführungszeichen, dann der Titel, dann wieder Anführungszeichen. Dann könnt ihr auch den Autor des Buchs festlegen. Einfach den Spielernamen praktisch eingeben, das muss ein zusammenhängendes Wort sein. Und dann kommen die Pages. Hierbei könnt ihr einfach die einzelnen Buchseiten praktisch befüllen. Ihr geht einfach Pages, Doppelpunkt, dann die eckige Klammer. Und dann schreibt ihr einfach eure Buchseite, Komma, dann habt ihr die nächste Seite, Komma, wieder die nächste Seite. Ist im Augenblick eigentlich kaum nutzbar, da der Command-Block nur 52 Zeichen unterstützt. Deswegen könnt ihr es einfach mal elegant übersehen. Display. Unter Display könnt ihr noch weitere Dinge wie den Namen, die Farbe sowie die Beschriftung eines Items festlegen. Hierbei macht ihr einfach ein Display, Doppelpunkt, dann wieder eine geschwungene Klammer auf. Dann gibt ihr einen Color. Das könnt ihr auch weglassen, falls ihr keine Farbe festlegen wollt. Dann gebt ihr einfach Color ein und dann gebt ihr irgendeine Nummer ein. Da könnt ihr ein bisschen damit rumexperimentieren. Das ist relativ kompliziert, diese Nummer zu berechnen. Deswegen lasst es am besten einfach mal aus. Dann den Namen. Einfach Name, Doppelpunkt, Anführungszeichen oben. Dann eben den Namen X, wieder Anführungszeichen, Komma. Dann könnt ihr Law eingeben, Doppelpunkt, eckige Klammer auf. Und dann könnt ihr wieder in Anführungszeichen die unterschiedlichen Beschriftungslinien einfügen. Also könnt ihr insgesamt, wenn ich mich hier richtig entsinne, 3 Beschriftungslinien einfügen. Das heißt, einfach Anführungszeichen, Beschriftung, wieder Anführungszeichen, Komma, dann wieder Anführungszeichen, zweite Linie Beschriftung, wieder Anführungszeichen, Komma, wieder Anführungszeichen, dritte Linie, wieder Anführungszeichen und eckige Klammer zu. Und dann auch die, nicht vergessen, die geschwungene Klammer wieder zu schließen. Custom Potion Effects. Hiermit könnt ihr bei Tränken und bei Splash Potions die Potion-Effekte praktisch noch definieren. Wenn ihr irgendwelche benutzerdefinierten Potion-Effekte eben haben wollt, beziehungsweise mehrere Effekte auf einer einzigen Potion. Dazu gebt ihr einfach Custom Potion Effects ein, Doppelpunkt, dann eine eckige Klammer und dann gebt ihr wieder in geschwungene Klammer jede einzelne Potion-Effekt ein, und zwar geschwungene Klammer auf, dann ein großes I, kleines D, Doppelpunkt, dann den Potion-Effekt, den, wie gesagt, findet ihr auch in der Beschreibung in der Minecraft-Wiki, Komma, Amplifier, die Stärke der Potion, Duration, wieder die Dauer in Ticks, dann geschwungene Klammer zu, dann könnt ihr ein Komma setzen und noch einen weiteren Effekt hinzufügen oder einfach direkt die eckige Klammer wieder schließen. Dann kommen wir zu Skull Owner. Das legt fest, welchen Skin der Spieler von einem solchen Spielerkopf annehmen soll. Dazu müsst ihr natürlich den ID und, also ihr müsst praktisch zunächst den Spielerkopf praktisch festlegen, dass der Spielerkopf gespawnt wird. Und dann könnt ihr noch den Skull Owner hier in den Tags festlegen und da wird dann eben irgendein Skin eben praktisch auf diesem Spielerkopf dann angezeigt. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, Fireworks zu machen. Aber das ist eine ganze Geschichte für sich selbst. So, dann kommen wir jetzt zu Tags für Minecarts. Da gibt es einmal das Custom Display Tile. Wenn ihr das auf 1 stellt, dann wird der Block im Minecart angezeigt. Wenn ihr es auf 0 stellt, dann wird der Block nicht angezeigt. Das gilt für alle Blöcke, also auch benutzerdefinierte Blöcke. Das wird euch gleich noch zeigen, wie ihr das macht. Aber auch für ganz normale Blöcke, die eben in einem Minecart drin sein können, zum Beispiel Ofen oder eben Chests. Also gilt für alle. Generell ist noch dazu zu sagen, dass falls ihr das abstellt, dass man dann sieht, dass Minecart trotzdem noch funktioniert wie vorher. Das heißt, wenn ihr ein Chest Minecart habt, dann könnt ihr die Chest ausblenden, aber das
die Chest wird praktisch immer noch funktionieren, wenn man das Minecart rechts klickt. So, dann kommen wir jetzt zum Display-Teil. Damit könnt ihr die ID festlegen des Blocks, der im Minecart drin ist. Wenn ihr das nutzen wollt, dann nehmt ihr wahrscheinlich einfach das normale Minecart Writable als Entity-ID oder einfach nur Minecart. Das funktioniert auch. Ihr könnt natürlich auch ein Chest-Minecart zum Beispiel als Entity-ID nehmen. Und dann könnt ihr die ID des Blocks im Minecart wechseln, sodass dann das Chest-Minecart aussieht, als ob es wegen mir ein Minecart mit einem Dreckblock drin wäre. Aber trotzdem wird das Chest-Minecart noch als Chest-Minecart funktionieren. Das heißt, wenn ihr das dann rechts klickt, obwohl da ein Dirt-Block drin ist, dann wird trotzdem noch die Truhe geöffnet werden. Dann gibt es auch Display-Data. Damit könnt ihr natürlich dann die Data des Blocks festlegen. Sprich, Wollfarbe zum Beispiel oder Typ der Erde. Also zum Beispiel, wenn ihr da 1 eingebt oder sagen wir mal, zum Beispiel 2 eingebt, dann bekommt ihr diesen Pozzol-Block und so weiter. Display Offset, damit könnt ihr festlegen, mit welcher Verschiebung das der Block im Minecart angezeigt werden soll. Wenn ihr 16 eingebt, bedeutet das, dass der Block im Minecart um eine ganze Blockhöhe verschoben werden wird, weil 1 bedeutet praktisch immer 1 Pixel. Wenn ihr jetzt einen Minuswert eingebt, dann wird der Block entsprechend unterhalb des Minecarts angezeigt, wenn ihr einen Pluswert eingebt, wird es eben oberhalb des Minecarts angezeigt. Custom Name. Damit könnt ihr den Namen des Cards ändern. Das zeigt sich dann entsprechend bei Hopper oder bei Chest Minecards in dem Interface eben wird dann eben der Name des Cards angezeigt. Ansonsten bringt es eigentlich nichts. So, Items. Hiermit könnt ihr festlegen, welche Items im Chest bzw. Hopper Card gelagert sind. Hier einfach eckige Klammer, dann geschwungene Klammer, dann die ID, Count, Damage und Slot. Dann geschwungene Klammer wieder zu und dann könnt ihr nochmals weitere Items hinzufügen. Einfach wieder mit Komma trennen. TNT Fuse. Hiermit könnt ihr festlegen, wie lange in Ticks es dauert, bis das TNT explodiert. Wenn ihr also beim Spawn hier bereits einen Wert festlegt, zum Beispiel 500, dann wird eben 500 Ticks, nachdem das Card gespawnt wurde, das Card explodieren. Wenn ihr es auf Minus einstellt, ist es deaktiviert. Entity ID. Damit könnt ihr festlegen, welche Entity ein Spawner-Card praktisch spawnt. Das ist sehr interessant, weil damit könnt ihr eben ja praktisch den Summon-Command noch in einem Minecart ausführen. Das Ganze kann dann mit Spawn-Data noch erweitert werden. Das gibt praktisch an, welches Objekt, also die Data des Objekts, das gespawnt wird. Auch hier wieder, wie üblich, Wollfarbe oder Art des Dreckblocks oder was auch immer. Spawn-Count gibt an, was die maximale Zahl ist an Entities, die gespawnt werden sollen. Kann natürlich weniger sein, wenn es nicht möglich ist, die maximale Zahl zu spawnen. Spawn Range gibt die maximale Reichweite an. Delay gibt die Dauer bis zum nächsten Spawner. Allerdings ist das einmalig. Das heißt, nachdem dieses Delay abgelaufen ist und der Spawn ausgeführt wurde, wird wieder ein zufälliges neues Delay festgelegt. Das allerdings hält sich innerhalb der Grenze von Min Spawn Delay, was praktisch das minimale zufällige Delay bis zum nächsten Spawn ist, in Ticks. Und Max Spawn Delay, das maximale zufällige Delay bis zum nächsten Spawn. Max Nearby Entities gibt an, wie viele Entities des gleichen Typs in der Nähe sein dürfen, dass ein Spawn ausgeführt ist. Kennt ihr wahrscheinlich von Zombie-Spawn und wenn da bereits 10 Zombies im Raum sind, wird kein weiterer Zombie gespawnt werden. Nur wenn sich da Zombie-Zahl praktisch unter eine gewisse Zahl bewegt, wird wieder ein weiterer Zombie gespawnt. Gleiches gilt natürlich auch bei allen anderen Entities. Wenn ihr also Boote spawnt und ihr bereits wenn wir bei Max Nearby Entities hier 5 festgelegt haben und da jetzt 5 Entities im Spawn-Radius sind, dann wird nichts gespawnt. Required Player Range gibt an, was der nötige Spielerabstand ist, um den Spawn zu aktivieren. Das Ganze ist praktisch eine Kugel, um das müsst ihr euch vorstellen. So, und das war's. Okay, damit kommen wir zu Falling Sand Tags. Tile ID. Mit Tile ID könnt ihr angeben, welche Form Tile ID. Mit Tile ID könnt ihr angeben, welchen Block das Falling Sand Objekt annehmen soll. Data, also die Data des Blocks, der Falling Sand Objekt sein soll. Time, wenn ihr das auf 1 stellt, wird der Block fallen und auf dem Boden landen. Wenn auf 0, dann wird der Block nach einem Tick verschwinden, einfach mitten in der Luft. Das kennt ihr von den Ghost Blocks, wie das in der Serie ja auch erzählt. Drop Item gibt an, ob das Item wirklich gedroppt werden soll.
Wenn der Feuerungscent zerstört wird, das kann auf Fackeln oder Half-Slaps der Fall sein, wenn auf Null, dann wird nichts gedroppt. Hurt Entities gibt an, ob der fallende Block Entities schädigen soll. Wenn auf Null, dann schädigt es grundsätzlich nicht. Fall Hurt Max gibt den maximalen Schaden, den das fallende Feuerungscent Entity anrichten kann, in halben Herzen. Fall Hurt Amount gibt wiederum an, was der verursachte Schaden sein sollte, wird berechnet durch diesen Wert mal die Falldistanz. Und dann bekommt eben die halben Herzen raus. Okay, jetzt wo das Video schon so verdammt lang ist, so lange wollte ich es eigentlich nicht ganz haben, aber geht leider nicht anders, wollen wir uns mal kurz einen Blick drauf werfen, was wir denn hier alles für Commands eingesetzt haben. Also, nächstes Mal hier zum Fischtank. Ja, haben wir eben hier so ein 3x3 Wasseraquarium und ja, was Aquarium so an sich hat. Wenn wir hier drauf drücken, dann sehen wir, dass wir hier so einen kleinen Clownfisch bekommen. Da können wir noch ein paar mehr spawnen. Zack, zack. Und wir haben drei Fische, die hier ziellos in der Gegend rumschwimmen. Ich fasse es mal ganz kurz und knapp. Das Ganze nutzt einen Squid, der praktisch von dem Item geritten wird. Das heißt, wir spawnen jetzt nächstes Mal ein Item. Health haben wir auf 100 mal gestellt, Age haben wir sehr, sehr niedrig gestellt, weit im Minusbereich, sodass das praktisch nicht mehr despawnt. ID 349, das ist die ID des Fischs eben. Dann haben wir einen Count von 1. Damage haben wir auf 2, dass es der entsprechende Fisch ist. Und da reitet eben ein Squid mit Persistence Required an und Active Effects von Unsichtbarkeit für eine sehr lange Zeit. Und damit sehen wir das Squid nicht und das Item schwimmt eben hier so ziellos durch die Gegend. Genau. So, dann kommen wir jetzt hier zum nächsten Teil. Da haben wir einen Schneemann, der einen Esel reitet. Und wenn wir kurz hier beseitigen, sehen wir, dass in dem Esel sich ein doppeltes Todesschwert befindet mit entsprechenden Enchantments und Beschreibungstexten. Außerdem ist der Esel hier angebunden. Das sieht man, wie gesagt, leider nicht, weil das so ein kleiner Render-Fehler ist. Aber ihr seht, dass hier so eine Verbindung besteht. Und ja, das Ganze habe ich einfach so gemacht. Das ist eine ganze Menge, was hier ist. Das ist natürlich ein Schneemann. Und den habe ich gar nicht näher definiert. Der reitet einfach direkt ein geleashtes Pferd zunächst mal, weil wir haben hier irgendwo die ID, hier ist dann die Koordinate entsprechend für die Leine eben, für den Zaun. Wir haben hier ID Entity Horse, Type 1, das ist der Esel, getamed, gechested, also mit Truhe, mit Sattel. Und dann haben wir hier die Items festgelegt, das ist das 276, das ist das Diamantschwert im Slot 2. Das ist übrigens wichtig, dass ihr den Slot 2 eingibt, sonst wird nämlich nichts passieren, weil es versucht, das Ganze in Slot 1 zu legen. Und Slot 1 ist da, wo der Sattel ist. Das heißt, wenn ihr hier keinen Slot eingibt, wird das Item überhaupt nicht erscheinen. Es sei denn, ihr habt keinen Sattel drauf, dann würde es nicht so sein. Aber das macht auch keinen Sinn, weil dann könnt ihr das Pferd gar nicht erst besteigen. Count 2, deswegen haben wir das Doppelte. Und dann haben wir noch einen Tag mit Enchantments, die zwei Stück. Und mit dem Display-Name Todesschwert und Beschreibungstext und eine Menge Klammern hier ganz hinten. Genau. Das ist diese Geschichte. Zack, die Waffe nur weg. Hier der Zombie-Pigment, sehr, sehr simpel. Einfach eben ein Zombie-Pigment und da haben wir eben Anger eingestellt. Das hat irgendwie keine Wirkung gemacht. Ist Baby haben wir auf 1 und wir nehmen das Equipment in Hand und Fuß. Und jo, das wäre eben das. Und für das Feuer, ups, hab ich es gerade schon gesehen. Ja, das geht mit Hilfe einer Falling Sand Entity. Mal kurz reinschauen. Falling Sand und zwar mit der Teil-ID 51. Das ist die ID von Feuer. Das müsst ihr für Minecraft-Wiki nachschauen. Das könnt ihr sonst im Spiel gar nicht so rausfinden. Und mit Time 1, sodass das Feuer eben praktisch landet. Und ja, das wäre das. Dann kommen wir zum selbstfahrenden und selbstschienenlegenden Minecart. Wollen wir kurz zerstören. Das habt ihr schon gesehen, wie das funktioniert. Die Idee. Habe ich schon gesagt, ich weiß nicht, stammt von Sethling, deswegen, ja, also ich habe diesen ganzen Command hier selber gar nicht gemacht. Wir spawnen auf jeden Fall einen Minecart-Spawner, der reitet ein normales Minecart, welches wiederum ein normales Minecart reitet. Und das, wenn ich das richtig verstanden habe, sorgt dafür, dass das Minecart sich praktisch von selbst anschiebt. Dann hat der Spawner eine Range von 0 und das bedeutet, dass es praktisch direkt unter sich spawnt. Es kann es nirgendwo anders spawnen als direkt unter sich. Das ist so eine, ich würde sagen, so eine kleine Grauzone. Wir haben ein minimales und ein maximales Spawn-Delay von 1, sodass das praktisch jeden Tick versucht, eine Schiene zu spawnen. Und die ist hier hinten bei Spawn-Data näher festgelegt. Also wir haben Teil-ID 66, das ist die Schiene, Time 1, Drop-Item 0 und jo, dann haben wir, das ist eben die Daten für den Falling Sand, weil wir haben eine
Spawning Center, die praktisch gespawnt wird. Und Spawn Count ist wie üblich 1. Genau. So, dann kommen wir hier zum magischen Tor. Ich spawn mal kurz hier unsere Stützpfeiler. Ich nenne sie ganz als Stützpfeiler, eigentlich sind es Stützstreben oder was auch immer. Das haben wir hier und ihr seht auf der Rückseite, wie das Ganze funktioniert. Wir haben hier Minecarts und die haben ein, oder mehrere Holzblöcke mit einem Offset drin. Das heißt, wenn ich immer hier so rüber sehe, haben wir nur dieses Minecart hier im Bildschirm. Und damit sehen wir hier, was das untere Minecart hier macht und das obere Minecart. Wenn wir nur das hier anvisieren, sehen wir, dass die ja eben die obere Hälfte dann von uns bilden, sodass sie sich eben überschneiden und damit haben wir eben so einen durchgehenden Pfeiler. Das Ganze funktioniert mit, wie gesagt, mit Minecarts. Spawner ist ein ganz normales Minecart und das hat ein Custom Display Teil, also ein benutzerdefinierten Block. Teil ist 17, das ist der Holz Scheit. Display Offset wiederum gibt dann an, der obere Command Block hier ist der, das Minecart hier oben. Und der erste Holzblock, der hier oben, der wird praktisch 45 Pixel unterhalb dieses Minecarts, also so schräg unterhalb gespawnt. Auf der anderen Seite ist also praktisch 45 Pixel in die Richtung unterhalb gespawnt. Das ist dann der hier oben. Und die Magie in der ganzen Sache ist jetzt die, dass wir brauchen ja mehrere Blöcke pro Minecart. Deshalb haben wir einfach hier einen Riding Tag noch mit drin. Und dann reitet das einfach nochmals im Minecart. Und das wiederum hat dann eben nochmals den gleichen Block drin, nur diesmal am 16 Pixel weiter unterhalb, sodass es dann praktisch den nächsten Block bildet. Da haben wir jetzt hier also 61, ne? Also 45 hatten wir vorher, deswegen wird das hier 61 draus. Und das redet dann wiederum nochmals in Minecart und das hat nochmals einen Holzscheit drin und das ist nochmals 16 Pixel weiter, also bis 77. Als ich das gemacht habe, war noch ein alter Deception, deswegen gab es da ein Limit mit den maximalen Zeichen im Command-Block. Das heißt, ich konnte da nicht mehr als 3 Blöcke in einem Minecart praktisch drin haben, weil es dann zu lang geworden wäre. Aber ja, jetzt könnt ihr das machen und dann können wir praktisch mit einem einzigen Minecart so eine ziemlich lange Stützstrebe da eben machen. Ich habe es mal so gemacht und ja, funktioniert auch. Okay, dann kommen wir jetzt zu den Ghost Blocks. Die flackern hier manchmal ein bisschen. Ja. Das liegt allerdings daran, dass ich gerade aufnehme. Das passiert nicht, wenn ihr eben entweder einen stärkeren Computer habt oder wenn ihr eben im Single, also nicht im Singleplayer, sondern wenn ihr nicht aufnehmt oder wenn ihr eben in Ruhe spielen könnt. Ja, das Ganze funktioniert wie folgt. Wir haben hier unten ein paar Command Blocks versteckt. Das Signal vom Hebel geht hier runter zu dieser Fast Clock hier, die dann diese Command Blocks hier aktiviert. Dann praktisch jeden Tick wird dann Impuls gesendet, wie jeder zweite Tick wird Impuls gesendet. Und das geht zunächst mal zu dem hier, beziehungsweise zu diesen beiden Command-Blocks hier. Und die spawnen praktisch im unteren und in der oberen Hälfte jeweils ein Falling Sand Entity. Und sagen wir mal kurz hier hinten was bei diesem Motion Tag, das setze ich jetzt mal hier, setze ich das mal kurz hier auf 0 und auch hier auf 0. Und wenn ich jetzt das Ganze mal schnell anstelle, werden wir sehen, was da passiert. Ihr seht, da wackelt es so. Das liegt daran, wenn das Teil spawnt, dann fällt es natürlich direkt nach unten. Wenn wir dem Ganzen allerdings eine leichte Aufwärtsbewegung geben, und zwar von 0,04, dann gleicht sich das gegenseitig aus und dann, wie wir sehen können, dann wackelt es nicht, sondern steht ganz still. Diese, ja, jetzt wackelt es eben ein bisschen, weil ich das gerade aufnehme, aber sonst passiert es nicht. Und das, wenn wir jetzt mal kurz den hier wegnehmen, würden wir sehen, dass die einfach so blinken würden. Das liegt natürlich daran, weil das Ganze nach einem Tick sofort wieder verschwindet. Allerdings ist nochmal ein Tick dort, bis der Command-Block wieder aktiviert wird. Deswegen brauchen wir hier nochmals das gleiche, sodass die praktisch sich ständig überschneiden. Ne? Also der hier aktiviert, despawnt und in dem Moment, wo es despawnt, spawnt der hier schon wieder die neuen Blöcke. Und damit praktisch gibt es eine durchgehende Illusion, könnte man sagen. Und wichtig ist auch noch, dass das Ganze auf Time 0 gestellt wird, sodass die Dinger praktisch direkt wieder eben despawnen. Das ist der ganze Trick dahinter. Genau. So, jetzt kommen wir zum letzten. Das ist mein absoluter Favorit. zack. Und wir haben einen Ofen. Ach Gott. Oh Mann, das ist mir nie passiert. Oh, unkooperatives Schwein. Jetzt nochmal, komm. Und bam. Okay, zunächst mal am linken haben wir einen Summon Pick, dass in das Schwein hier gespawnt wird. Und dann haben wir genau hier ein Falling Entity mit der ID 61. Das ist auch die Ofen. Time ist auf 1, das ist nicht despawned. Herd Entity ist auf 1 gestellt, das ist das Schwein, eben
schädigen kann. Und Fern hört maximal auf 20 gestellt, das sind maximal 20 halbe Herzen. Und Fern hört Mount auf 2, das ist also pro gefallene Distanz 2 halbe Herzen hinzugefügt werden. Und das reicht hier entsprechend aus, bei weitem sogar, um das Schwein hier in seine Bestandteile zu zerlegen. Genau. Das war dieses Tutorial. Ich will jetzt nicht fragen, ob es euch gefallen hat, weil es hier ein bisschen trockene Theorie war. Ich hoffe, dass das Ganze mit den Beispielen hier ein bisschen aufgelockert wurde. Ja, ist eben auch ein sehr technischer Command, aber wie gesagt, der kann sehr, sehr coole Möglichkeiten anbieten. Ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, trotz allem, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung, ein Like freuen und auch über Kommentare. Also wenn ihr Fragen noch habt, was sicher sehr wahrscheinlich ist, dann einfach in die Kommentare damit. Und wenn ihr noch dabei seid und mehr von diesem Zeug sehen wollt, dann hinterlasst doch ein Abo. Jo. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, viel Spaß noch, haut rein und tschüss.